It's all original. It's all what? It's all original. It's all what? It's all original. It's all what? It's all original. Something you don't wanna miss. The best part, I got you on the list. All access pass on the wrist. The hands up, we gonna celebrate. First look, you do a double take. All day, every day, first place trophy case. It's about to change the game. Hi friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ihr seht, es ist heute so ein bisschen was anderes, denn ich hatte euch damals versprochen, dass immer wenn etwas Großes in meinem Leben passiert, ich euch daran teilhaben lasse. Und ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, ich kriege gerade total Gänsehaut. Am Montag habe ich meine erste eigene Lidschattenpalette in Zusammenarbeit mit Catrice veröffentlicht. Und ich habe seit dem ersten Tag alles mit der Kamera begleitet. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, denn ich finde es ganz besonders wichtig, dass ihr, meine Community, die Leute, die die Palette am Ende in der Hand halten, auch so ein bisschen die Geschichte mitbekommen, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt. Und ich habe das Ganze mitgefilmt und möchte euch heute daran teilhaben lassen. Zuallererst vielen, vielen Dank für alles, was ihr mir ermöglicht habt. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen und das klingt immer sehr, es klingt immer so überspitzt, aber am Ende ist es so. Wenn ihr mir nicht folgen würdet, wenn ihr nicht meine Videos schauen würdet, wenn ihr mich nicht supporten würdet und Teil der Giacomo Army wärt, dann wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich glaube, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich probiere es immer mal wieder zu sagen, aber vor 2,5 Jahren konnte ich meine Miete nicht mehr bezahlen und jetzt sitze ich hier und hab euch und hab meine erste eigene Lidschattenpalette in Zusammenarbeit mit Catrice rausgebracht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Die Links zu der Palette findet ihr unten in der Infobox, auch alle Informationen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Freunde, es ist so komisch, weil vor über einem Jahr, Mitte Juni muss das gewesen sein im vergangenen Jahr, war ich bei Catrice. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere Person von euch. Ich war in einem Livestream mit Rabea von Catrice und wir haben die neuen Produkte besprochen und das Ganze wurde auf Facebook per Livestream gestreamt. Und ich möchte euch so einen kleinen Ausschnitt einmal zeigen. Ihr fragt euch sicherlich, Maxim, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Und ihr seid schuld an der Palette im positiven Sinne, denn es gab so viele Leute, die in diesem Livestream kommentiert haben, wie wäre es denn mit einer Limited Edition mit Maxim und Catrice. Ich saß da und wir mussten ja weitermachen. Wir mussten ja reden und erzählen. Ich habe immer so aus dem Augenwinkel die Kommentare gelesen und ich so, oh Gott, was passiert hier gerade? Wir haben den Livestream dann durchgekriegt und es hat total viel Spaß gemacht. Als wir dann fertig waren, ich hatte es echt eilig, weil ich musste meinen Flieger zurück nach Berlin kriegen. Dann kam das Catrice-Team zu mir und meinte, ja, du hast die Kommentare ja auch gelesen. Was hältst du denn davon? Und ich so, ja, ich liebe euch, ich liebe die Marke. Drogerie ist mein Ding. Ich bin mit Limited Editions von Essence, Catrice, Love, bin ich zu YouTube gekommen und diese Frage gestellt zu bekommen, war für mich so überwältigend. Dann bin ich zurück nach Hause geflogen und dachte mir, krass. Ich konnte es nicht so wirklich glauben. Es war so ein bisschen, es gab dann so einen Zeitraum, der so ein bisschen leer war, denn vielleicht erinnert ihr euch, im September kam mein erstes Produkt in Zusammenarbeit mit Luvia raus. Ich habe super viel zu tun gehabt und auch Catrice mit dem neuen Sortiment und so und das Ganze hat einfach noch so ein bisschen Zeit gebraucht. Das ist immer sehr, sehr zeitaufwendig, so ein Projekt. Und ihr wisst es wahrscheinlich selber. Sowas gab es noch nie in Deutschland. Das erste Produkt, was rausgebracht wurde mit einem Influencer in Deutschland, war die Hattie und Love Kollektion für dieses Unternehmen. Und für Catrice gab es das noch nicht. Es war für Catrice genauso aufregend wie für mich. Und es hat dann so ein paar Monate gedauert, bis wir uns dann einfach nochmal zusammengesetzt haben, gesagt haben, hey,
Wie sieht's denn aus? Wollen wir starten? Und ich muss so ein bisschen auf mein Handy gucken, denn ich habe alles mitgefilmt und habe hier auch die Daten und alles mit drauf. Es war am 25. November 2019, als ich zu Catrice geflogen bin und wir hatten vorab schon alles besprochen. Was möchte ich für eine Palette haben? Wie viele Farben möchte ich drin haben? Habe ich schon so ein paar Ideen? Möchte ich überhaupt eine Lidschattenpalette haben? Und für mich war das von vornherein klar, wenn ich ein Produkt mit so einer Marke rausbringe, dann ist es definitiv eine Lidschattenpalette. Es war der 25. November, ich bin total früh aufgestanden, bin zu Catrice und ich war so müde, Freunde. Ich war so müde, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und ich durfte dann erstmal, während die Mädels alles vorbereitet haben, weil ich halt sehr, sehr früh auch da war, durfte ich mich erstmal in den Massagestuhl legen und ein bisschen entspannen und runterkommen, weil ich war einfach viel zu aufgeregt. Dann bin ich in den Raum gekommen. Es gibt einen bestimmten Raum und es war alles aufgebaut. Es lagen bestimmt 200 Lidschattenpaletten auf dem Tisch. Und wir haben erstmal so ein kleines Meeting abgehalten. Ich habe denen meine Ideen nochmal vorgestellt, weil es waren super viele Leute auch dabei. Und ja, und dann hieß es, okay, wollen wir anfangen? Und ich war total bereit. Und wir haben bestimmt 6 Stunden da gesessen und Lidschatten geswatcht, die es schon gab. Ob wir irgendwelche Farben finden, die mir gefallen vielleicht, ein Konzept für mich. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch zeigen darf, aber ich habe meine Ideen, die ich Catrice geschickt habe und die Catrice mir geschickt hat, behalten. Ich hatte hier so ein kleines Moodboard gemacht und auf dem Moodboard könnt ihr schon so ein paar Farben erahnen. Für mich war die Palette so die perfekte Palette für Frühjahr, Sommer, Spätsommer. Ich wollte so eine Palette haben, die ums ganze Jahr funktioniert, aber sommerliche Farben habt, damit ihr sie auch im nächsten Jahr noch benutzen könnt, damit die Palette nicht out of date wird. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte eine Palette erschaffen, die für alle funktioniert, das ganze Jahr. Wir hatten verschiedene Designideen. Die Farben da drin waren jetzt einfach nur so, ja, ein paar Vorschläge, die ich geschickt hatte. Und Catrice hatte schon mal so ein bisschen animiert, wie das Ganze aussehen sollte. Aber irgendwie war das nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und wir haben dann Ewigkeiten geswatcht und Ewigkeiten Farben rausgesucht und überlegt, was wollen wir mit der Palette ausdrücken und wie viele Farben wollen wir drin haben. Und auf einmal war 16 Uhr und wir hatten, glaube ich, 10 verschiedene Arme dort, um zu swatchen, um zu gucken, harmonieren die Farben zusammen. Und ihr seht auch einmal hier, wie das Ganze so ein bisschen aussah. Und dann wirklich kurz vor knapp stand das grobe Farbthema der Palette. Und das seht ihr einmal hier. Hier sind alle Swatches drauf, die wir uns überlegt hatten für die Palette. Das sind natürlich noch nicht die fertigen Farben. Das sind ja keine Farben, die mit unserer Formulierung gemacht wurden. Und dann ging das Ganze los. Ich bin zurückgeflogen, habe mir am Flughafen schon Namensvorschläge gemacht. Es war total aufregend, weil ich habe mir noch nie so viele Namen ausgedacht. Und ich hatte ja nur die Farben so mal kurz gesehen und hatte mir dann die Swatches am Flughafen angeguckt und hatte dann schon die ersten Farbnamen. Und für mich war ganz klar, dass eine Farbe, das Blau, die Farbe Livestream wird. So als Erinnerung, dass die Palette in einem Livestream geboren wurde oder die Idee zu der Palette. Anfang Januar, nachdem Weihnachten und das Neujahr war, habe ich eine E-Mail bekommen am 8. Januar und habe, ich war gerade mit meiner Mutter essen, habe eine E-Mail bekommen mit den ganzen Shades, die angekommen sind bei Catrice, also die Lab Samples, die ersten Muster, die angekommen sind. Und was habe ich gemacht? Ich bin zum nächsten DM gegangen, habe dieses Foto ausgedruckt, bin zu Danny gefahren und habe die Farben ausgeschnitten. Ich zeige euch einmal kurz, was da los war. Okay, Freunde. Okay. Ich bin gerade ganz schnell nach Hause zu Danny gefahren. Heute ist der 8. Januar und ich habe eben eine E-Mail bekommen. Und in dieser E-Mail waren die ersten Muster der Palette. Oh mein Gott, es ist noch gar nicht so lange her und ich habe mir die Farben ausgesucht und wir haben alles gemischt und ihr habt es ja gesehen, was wir gemacht haben. Und jetzt habe ich einfach schon die E-Mail bekommen mit
den kleinen Bildchen von den kleinen Fännchen. Ich habe jetzt eine Aufgabe bekommen und ich wollte euch da so ein bisschen mitnehmen. Ich darf jetzt 18 Farbnamen aussuchen und die Palette so ein bisschen sortieren. Und da ich ein Foto bekommen habe, wo alle einzeln drauf waren, war ich schlau. Ich bin sofort, wirklich sofort, als ich diese E-Mail bekommen habe, zu DM reingerannt und habe etwas ausdrucken lassen. Alle einzelnen Farben sind nummeriert und das ist ungefähr grob das Farbspektrum. Natürlich sind die Farben jetzt nicht ganz so, wie sie am Ende in der Palette sein werden, aber es ist ein Foto und ich habe es vergrößert und angepasst, dass es farblich passt. Aber ich werde jetzt die Farben ausschneiden und dann sortieren. Ich habe, als ich neulich dort war, schon ein paar Farbnamen mir ausgedacht, aber so ein paar fehlen mir noch und ich muss das Ganze jetzt festlegen. Und das ist so schwierig. Das ist wie, als würde man seinem Kind, ich habe kein Kind, aber so stelle ich mir vor, als würde man seinem Kind einen Namen geben und das wird es für immer tragen. So, ich habe jetzt alle hier einmal ausgeschnitten und ihr könnt, glaube ich, schon so ein grobes Schema erkennen. Natürlich weichen die Farben jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen ab, aber ich habe mir Looks überlegt. Ich wollte, dass mit dieser Palette irgendwie alles möglich ist, dass wir bunte Farben haben. Die klassische Warm Tones, Smoky Eye, hier schwarz und taupe, das ist eher ein bisschen gräulicher. Das ist ein dunkles Braun. Wir haben hier ein Blau, wir haben hier so ein Topper Shade. Und ich sortiere jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen rum. Und dann zeige ich euch nochmal so einen Zwischenstand. Freunde, ich sitze jetzt hier seit einer Stunde. Und schiebe diese Kärtchen die ganze Zeit hin und her. Und ich überlege die ganze Zeit, wenn ich es so sortiere, macht es für euch so Sinn? Was würde ich wollen, wenn ich die Palette aufmache? Was will ich sehen? Will ich eher die bunten Farben sehen? Will ich eher die Alltagsfarben sehen? Will ich die Palette in Looks sortiert haben? Oder will ich nach Farben sortiert haben? Wie will... Ich weiß, es ist völlig übertrieben, aber ich habe es ja eben schon gesagt. Diese Entscheidung jetzt zu treffen, die für immer so bleiben wird. Krass. Ich saß, glaube ich, 5 Stunden vor diesen kleinen ausgeschnittenen Samples, für Fotos, und habe probiert, diese Palette zu arrangieren. Und das sieht immer so einfach aus und ich habe mir wirklich gedacht, dass es wirklich einfach ist, aber du sitzt dort und sollst eine Entscheidung treffen, die für immer, das ist nicht zu widerrufen, so bleibt. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, weil ich wollte, dass es perfekt ist. Ich wollte, dass es Sinn macht. Ich wollte, dass ihr versteht, was ich mit dieser Palette ausdrücken möchte. Und ja, es gab viele, viele, viele verschiedene Versionen der Palette. Hab euch dann bei Instagram gefragt, ein Wort, bei dem du an mich denkst, alles außer Highlighter und Glow, Punchlines, also irgendwas wie Hi Friends oder irgendwelche Worte, die ihr mit mir in Verbindung bringt. Und ihr habt ganz, ganz viele Ideen reingeschrieben. So sind auch einige Namen in der Palette entstanden, wie beispielsweise Hi Friends, Color Match, Günstmaus. Günstmaus. Freunde, wir haben eine Farbe, die Günstmaus heißt. Wie krass ist das? Ihr habt ganz, ganz viele Ideen geschickt und ich habe Catrice dann die Anordnung schon einmal vorab geschickt, dass sie sich schon mal so ein bisschen vorstellen können, wie das Ganze aussieht und damit sie das animieren können. Und dann verging wieder ein bisschen Zeit, ungefähr 3 Wochen, und das erste Paket mit den Samples kam an. Und dann habe ich das erste Mal die Farben live bei mir gesehen. Es ist soweit. Ich habe nach einem riesen Drama über die letzten Tage mit großer Angst endlich das Paket bekommen. Da sind die Samples drin. Da sind die Muster, die erste Ausmusterung der Palette drin. Und ich dachte, ich filme es so ein bisschen, weil ich habe es bis heute soweit noch nicht gesehen. Ich habe die Farben alle gesehen, wie wir sie gemacht haben und was wir da wollen, aber ich habe sie noch nicht gepresst so gesehen, wie sie vielleicht sein werden. Es sind noch nicht alle richtig, aber ich sehe die Farben jetzt das erste Mal fertig, so gemischt, wie ich sie wollte, live. Und ich habe, weil ich kenne mich, ich lasse hier alles liegen und es wird die nächsten Tage hier auf dem Tisch liegen
Und damit keiner von euch das sieht, habe ich etwas vorbereitet. Und zwar habe ich aus der Nude Peony Palette alle Farben rausgenommen, damit ich die Farben jetzt, die wie hier sind, hier reinmachen kann, damit es so aussieht, als hätte ich die Nude Peony hier. Würde mich mit der schminken, falls sie hier irgendwie offen rumliegt. Und ich sehe einfach, wie es aussieht in der Verpackung. Denn das wird die Verpackung sein, wie die Palette ist. Ungefähr vom Format her 18 Farben, von den Farben der Verpackung her ähnlich. Aber wir machen es jetzt auf. Wow, okay. Lab Samples kommen verpackt. Ich habe hier auch kleine Zettelchen dran, wo die Nummer draufsteht, dass ich die Sortierung habe. Ich sortiere das Ganze mal kurz. Krasser aus als gedacht. Okay, ich musste ein bisschen swatchen schon. Können wir ganz kurz über dieses Blau reden? Das ist einmal. Ich habe immer noch am... Okay, Freunde. Das ist die Nude Peony. Das ist nicht meine. Aber ich habe sie alle hier reingemacht. Wie krass! Was für mich total krass war, denn dieses Format der Palette ist 1:1 genau dasselbe Format wie die Nude Peony Palette, die Bold Gold Palette, die Orchid Dusk Palette von Catrice. Ihr müsst euch vorstellen, ich kann ja nichts geheim halten für euch. Und ich wusste aber, ich kann es euch noch nicht sagen, weil es noch viel zu früh ist und es kann noch so viel schief gehen. Und ich habe eine Nude Peony Palette genommen und die Farben alle rausgebrochen, damit ich meine Lab-Samples da reinmachen kann, damit, falls ich irgendwann mal eine Story drehe in meiner alten Wohnung noch, 22 Quadratmeter, da ist nicht viel Platz, ein Kamerawinkel und das ist sofort im Hintergrund. Damit ihr das nicht seht, habe ich meine Farben schon so angeordnet in die Nude Peony Palette. Ich bin dann in Urlaub gefahren, es war Ende Februar und im Hintergrund lief halt alles weiter. Und dann ist es passiert. Die Corona-Krise ging gerade los und ich wusste schon, das wird ganz, ganz hart. Ende Februar, Anfang März konnten wir hier in Deutschland auch noch gar nicht absehen, was für Auswirkungen das Ganze haben wird. Betrifft es uns? Wen betrifft es? Was können wir tun und was müssen wir tun, damit wir die Leute schützen, die an der Palette arbeiten, die Palette produzieren? Und wir wussten schon Anfang März, dass wir unseren Launch-Termin nicht schaffen werden. Wir wollten sehr ambitioniert im Mai die Palette launchen. Aber aufgrund der Krise haben wir dann gesagt, okay, es funktioniert nicht. Die Fabriken sind alle zu und wir können das nicht machen. Es hat mich so ein bisschen beruhigt auf der einen Seite, weil ich mich einfach noch mehr mit den Farben auseinandersetzen konnte. Ich konnte noch mehr überlegen, passt mir das nicht. Das war ja erst die erste Sample-Runde, die erste Produktionsrunde, die wir bekommen haben. Und in der Zwischenzeit lief halt alles weiter. Ich habe die ersten Muster bekommen von Catrice, wie das Packaging aussehen soll. Es waren verschiedene, einfach mit verschiedenen Goldtönen, verschiedenes Pressing. Und ich habe das Ganze dann auch per Post bekommen, am 22. Mai. Also ihr seht, es ist einfach super viel Zeit dazwischen verstrichen. Okay, hi Freunde. Ich weiß nicht, was und welche die letzte Sequenz dieses Videos war. Ich habe ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen den ganzen Prozess mitgefilmt. Deswegen muss ich selber so ein bisschen reinkommen. Aber soeben hat es an der Tür geklingelt. Heute ist der... Alexa, welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag, der 22. Mai. Heute ist der 22. Mai und ich habe hier drin die Palette. Ich vermute, es ist nur das Packaging. Ich habe es schon gesehen, ich habe Videos bekommen, habe Input gegeben, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich die Palette literally, so wie sie ist, in meiner Hand halte. Ihr habt gesehen, ich habe ja alle Farben in die Nude Peony Palette gepackt und ich schäme mich so, weil jedes Mal, wenn ich euch bei Instagram mal abends spontan Look gezeigt habe, natürlich war es meine Palette. Wir machen es jetzt auf und ich dachte, ich filme das einfach mit, dass ich meine Live-Reaktion mit euch teilen kann. Es ist recht schwer. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet.
Und jetzt ist es einfach hier. Wisst ihr wie? Seit jetzt einem Jahr arbeiten wir daran und es hat so lange gedauert, dieses Packaging hinzukriegen, weil es geht nicht alles. Wenn man sich so ein bisschen mit Packaging auseinandersetzt, es gibt Materialien, die funktionieren nicht mit anderen Materialien. Und wow. Ich glaube, ihr habt... Oh mein Gott. Da steht mein Name drauf. Sie ist so schwer und sie ist... Also, sie ist leer. Oh mein Gott. Und wir haben hier, also das, dieses Muster, das ist richtig eingraviert. Und dann haben wir diese Folie, Catrice Maxim Giacomo Pressed Pigment Palette. 18 Gramm Gewicht, also 18 Farben, 1 Gramm jeweils. Das ist auch fast meine Hautfarbe. Mittlerweile war ich schon in der neuen Wohnung. Und ich glaube, ihr habt gesehen, wie ich reagiert habe. Es war für mich dann das erste Mal real. Ich hatte das erste Mal die leere Palette in der Hand und habe das erste Mal verstanden, was hier gerade eigentlich passiert. Fast ein Jahr später habe ich das erste Mal verstanden, das ist meine Palette und ihr könnt sie haben. Und das war einfach so viel und im Mai, es war Lockdown, ich war hier zu Hause und man spinnt sich dann so in Ideen und denkt, oh Gott, ist es denn das Richtige, was ich tue? Und ich habe probiert und geswatcht und verglichen und geschminkt und geprobt und alle Looks, und das tut mir leid, ich habe euch die ganze Zeit belogen, immer wenn ich irgendwelche Looks bei Insta gepostet habe und eine Palette verlinkt habe, das war meine. Und ganz, ganz viele hatten immer geschrieben, oh mein Gott, was ist das für eine Palette? Und ich so, oder Essence, irgendwas anderes, ich konnte es natürlich noch nicht sagen. Und so verstrich dann die Zeit und wir mussten den Termin noch ein weiteres Mal verschieben, denn ich hatte zwischendurch, und es tut mir total leid, Catrice, einen kleinen lichten Moment und habe gesagt, nein, wir müssen das alles anders machen, ich möchte das nochmal neu. Catrice hat das tatsächlich umsetzen können und wir mussten nochmal den Termin verschieben. Das ist so lustig eigentlich im Nachhinein, weil ich kam mir so schlecht vor, aber ich habe gesagt, ey Freund, es tut mir so leid, aber wir müssen nochmal zwei Farben ändern. Das geht nicht, das will ich nicht so, wir müssen das nochmal ändern. Und Catrice hat das natürlich auch für mich gemacht, weil sie auch gewusst haben, hey, das ist meine Palette und wir tun alles, damit ich am Ende zufrieden bin. Also ein großes Danke an euch. Und wir mussten den Termin noch ein weiteres Mal verschieben. Aufgrund von Corona und dann nochmal aufgrund meiner Änderung. Ja, und jetzt sitze ich hier und sie ist fertig. Ich habe die PR-Boxen schon, die Kampagne gemacht. Wir konnten natürlich auch keine Fotoshootings machen und keine Videoshootings aufgrund von Sicherheitsbestimmungen. Ich habe das alles selber hier gemacht. Also alle Fotos, alle Kampagnenfotos, die ihr online finden werdet, auf Instagram, auf Newslettern. Das habe alles ich hier gemacht. Und es war eine sehr, sehr krasse Erfahrung, weil ich da einfach nochmal viel mehr mein Herz reinstecken konnte. Und ich habe hier mein komplettes Herz und meine kompletten Vorstellungen in der Palette. Also es ist nicht die klassische Lidschattenpalette, die man rausbringt vielleicht. Ich wollte eine Palette haben, die jeder etwas mit dieser Palette anfangen kann. Und wir haben an der Pigmentierung gearbeitet. Wollen wir die Farben ein bisschen softer, die Farben wollen wir ein bisschen stärker, damit ihr es wirklich so einfach habt, wie es geht. Und hier ist sie. Freunde, ich bin unglaublich dankbar. Ich kann es gar nicht glauben. Ich werde jetzt mein Launch-Video drehen, was ihr am Montag schon gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, dass ihr einfach einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Schaut unbedingt vorbei bei den Links. Vielen, vielen Dank für den krassen Support, den ihr mir die letzten Jahre, zwei Jahre hier gegeben habt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner Palette. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.